Hallöchen und willkommen zurück zu der vierten Mission der Kampagne Die Normannen. Ich bin Arti, schön, dass du wieder einschaltest. Und diesmal geht es um die Schlacht von Tinspray. Ja, legen wir... Okay. Nein, Marco, ich nehme doch gerade eine Mission auf. Ich kann jetzt nicht mitspielen. Eine Ewigkeit später. Okay, Leute, ich habe jetzt eine Partieeinladung von Marco abgelehnt vom besten Mann, weil ich jetzt diese Mission für euch aufnehme. Also, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Also, der Bruderstreit um die Normandie würde sich an diesem Tag entscheiden. König Heinrich wusste den Brand von Bayeux für sich zu nutzen. Heinrich eroberte wichtige Befestigungen und erkaufte die Treue mächtiger Adliger, um die Normandie aus dem Griff seines Bruders zu lösen. Im Jahr 1106 sollten sich in Tangebret die Ansprüche der Brüder auf die Länder ihres Vaters für immer entscheiden. Okay. Jetzt wird's geladen. Muss auch gleich gucken, dass ich die Lautstärke ein bisschen höher mache. Ich sehe heute übrigens ein bisschen mehr geschminkt aus, weil ich gerade ein bisschen Halloween-Abend hatte. Und ja, um zumindest ein bisschen annähernd irgendwas ein bisschen zu machen, war ich ein bisschen kostümiert. Immerhin. Vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Halloween-mäßig dieses Wochenende was gemacht habt. Es ist ja irgendwie noch ein bisschen mau momentan. Ich vermisse es ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Aber naja. Widmen wir uns wieder der Mission. Okay, auf geht's! Um die Normandie zu erobern, musste König Heinrich I. unbedingt seinen Bruder gefangen setzen. Doch die Burg bei Tinspray schützte Herzog Robert. Heinrich griff zu jedem verfügbaren Mittel, um ihn herauszulocken. Da bin ich mal gespannt. Eine Belagerung, oder? Um die Normandie einzugliedern und seinen Bruder Herzog Robert einzukerkern, belagerte König Heinrich die Burg von Tangebret. Doch der direkte Angriff auf die gewaltige Steinburg scheiterte. Da er die hohen Mauern nicht durchbrechen konnte, entwarf der König einen neuen Plan, um seinen Bruder gefangen zu nehmen. Heinrich würde Robert zwingen, sein Land zu verteidigen, indem er die Dörfer Martigny und Fresnes verwüstete. Oh je, mal wieder Dörfer verwüsten. Dann müssen wir... Ah, da drüben sind die. Okay, na, dann müssen wir ja schon gleich mal hin müssen. Unser Kollege hier kann auch wieder buffen. Oh. Da ist ein Mönch. Oh, die beschützen einen Schatz. Sollen wir da hingehen? Nehmen wir noch nicht weiter erkunden. Das
ist ein Stealth Forest? Nee, ach, man kann nur hier da durch. So ein geheimes Lager, aber da ist auch noch so ein Mönch. Haben wir Bogenschützen? Ja, wir haben ein paar Bogenschützen. Ich kann mir das mit denen machen. Und der hier kann man sein Schildbuff geben. Bevor der Kollege hier beschwört, so. Wir sind im Stealth Forest jetzt. Okay, die können durch den Forest durchschießen, weil sie OP sind. Okay, und da oben sind noch ein paar mehr Leute. Ah, jetzt können wir von da oben angreifen. Wir wurden dafür belohnt, dass wir woanders gescoutet haben. Und haben jetzt noch eine bessere Angriffsposition. Und hier anscheinend kann man nirgendwo hierher. So wie es aussieht. Der eine steht draußen. Der macht die ganze Geheimmission kaputt. Jetzt rein da. Ich kann das Schild noch nicht. Oh, das sind welche. Ich kann das Schild noch nicht beschwören. Trennen Sie alle Gebäude in Martigny und alle Gebäude in Fremd nieder. Kommt der hier noch irgendwo hin überhaupt? Der kommt doch da gar nicht hin. So. Uskarla. Um Robert aus seiner Festung zu treiben, würden Heinrichs Männer das Dorf bis auf die Grundmauern niederbrennen. Okay, da hat er noch ein Stealth-Ding gefunden. Na geil. Okay, halten wir, machen hier ihr Ding. Also wir sind bis auf die Grundfeste, aber ich denke mal, das Wichtigste ist das hier. Wir kriegen jetzt sehr viel Gold, auch schön. Und jetzt müssen wir alles andere auch noch niederbrennen. Dann kann der Scout vielleicht hier schon mal schauen, ob es da auch wieder so ein Secret Spot gibt. Geht ja zum Glück hier ganz flott alles. Okay, das haben wir geschafft. Das Dorf Martigny war zerstört. Doch Robert kam nicht aus der Burg, um Heinrich entgegenzutreten. Heinrich musste den Einsatz erhöhen. Als nächstes nahm er das Dorf Fren ins Visier. Oh, jetzt wird gespeichert. Eine feindliche Einsatzarmee ist eingetroffen. Heinrich erhielt Nachricht, Robert habe ein neues Heer angefordert, um seine Stellung in der Burg zu verteidigen. Heinrich würde diese neuen Streitkräfte eliminieren müssen, bevor sie sich mit der Garnison von Tangebret zusammenschließen konnten. Mit genügend Gold würde Heinrich Verstärkung von Verbündeten aus der Gegend kaufen können. Zwingen Sie die Einsatzarmee, bevor Sie... Okay, aber wo sind hier Verbündete von mir? Wir müssen ja eigentlich wahrscheinlich in so ein Stealth Forest, oder? Aber hier ist keiner, glaube ich. Das wäre jetzt eigentlich smart, wenn man hier so ein Stealth Forest hätte. Ich glaube, wir haben keinen hier. Oh shit! Wow! Oh mein Gott! Okay, die sind halt schnell, ne? Dann. Das heißt, wir müssen. Nein, es gibt hier keinen Stealth Forest. Ich weiß auch nicht, wo wir verbündete Truppen hätten herbekommen sollen. Oh shit! Jetzt wurde er niedergestürmt.
Nun, ich schall leere ja. Nun, ihr werdet wegen. Mein Dude muss waffen, wo ist mein König? Hier, baff! Ich hab das Gefühl, die Schlacht werde ich nicht gewinnen. Was hab ich jetzt falsch gemacht? Ich hätte hier wahrscheinlich irgendwelche verbündete Armeen kaufen müssen. Wo hätte ich denn die Armeen kaufen sollen? Ja gut, das war jetzt verloren. Ach so! Ach so. Heinrich schickte Gold an seinen Verbündeten in der Bretagne. No. Und dieser schickte im Gegenzug Truppen. Seine oh no, wie bad. Oh no, ich habe es überhaupt nicht gerafft. Dafür war das Gold. Oh Gott, das ist halt mal ein richtiger Bane. Und die sind viel zu lang. Die müssen vor hier, die Pferde. Die müssen schneller vor. Die müssen die abhalten davon. Oh Gott. Und dann muss jetzt hier kiten. Warum laufen die denn nicht weiter? Gott, ey, was ist das hier für ein Durcheinander? Naja, sie haben das jetzt nicht so mega gut gemacht, Frau Artemis Blaze. Mit der Vernichtung von Roberts herannahender Armee. Aber naja, Heinrich den Versuch, Hauptsache mal die ganze Armee verloren, ne, die eine. Zu Verstärkung vereitelt. Ach ja, da habe ich jetzt nicht sonderlich geglänzt. Boah, gab es nicht noch irgendwo so ein Goldkästchen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte noch mal irgendwo eins gesehen. Naja. Wir haben ja jetzt genug Gold gehabt, um Einheiten zu kaufen hier. So, jetzt reiten wir einfach noch das hier nieder. Ja, genau, so mit den Pferden in die Sperre rein. Genau, so macht man es richtig. How you not play this? How to not play this? Naja, man muss ja auch mal ein Negativbeispiel suchen. Don't do it like I do it. So, jetzt müssen wir eh wieder alle Gebäude niederbrennen. Daher, was war jetzt hier nochmal? Ach, da ist noch eine Schatztruhe, okay. Und da hinten sind auch noch welche, aber ich glaube, da waren auch noch Truppen. Da gehe ich mal hin. Gehe ich mal mit dem Bogenschützen hin. Ich glaube, da standen noch welche und da können wir uns noch die Truhe unter den Nagel reißen. Oh je, ich sehe gerade, dass mein Bild an einer blöden Stelle ist. Naja, für die eine Kampagne geht das jetzt mal. Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Ah, es sind ein paar Truppen. So. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal. Ja, und das da unten ist immer die eine Truhe. Okay. Friends. Haben wir auch geschafft. Frenes, oder wie das heißt? Das Dorf Fren wurde durch Heinrichs Armee den Erdboden gleich gemacht. Robert hat das Schlachtfeld betreten. Oh shit. Hatten sich bezahlt. Jetzt kommen sie und ich habe keine Kohle mehr. Robert verließ endlich seine Burg, um sich seinem Bruder auf dem Schlachtfeld zu stellen. Oh no. Komm da angeheizt. Eliminieren Sie Roberts Armee. Wir müssen die hier oben auf den Hügel. Was ihr mal? Jetzt brauchen wir. Was brauchen wir noch? Elias von Maine. Alter, da kriegen wir hier. Oh mein Gott, wir kriegen hier richtig krasse Dudes zur Unterstützung. Heinrich bezahlte seinen Verbündeten in Tosni und erhielt dafür ein Regiment Soldaten.
Okay, ich glaube, ich habe nur Pferde gekauft. Egal, Pferde sind OP. So, ist die Frage, ob die jetzt herkommen. Ich hätte mal ein paar Infanterie-Sperrkämpfer, wäre cool gewesen. Aber ich meine, wenn man schon die Kohle hat, ne? Dann gehen wir da mal hin, uns kann gar keiner mehr was. Unsere Pferde sind richtig... Oh, wow! Okay, ich brauche Bogenschützen und ihr macht die da. Und wo ist mein King? So, und die müssen irgendwo hinten rein, oder gegen die Pferde. Die Bogenschützen beschützen und so Sachen. Oh mein Gott, wir werden geflankt! Oh mein Gott, sie flanken uns! Oh mein Gott, die Pferde müssen da hinten hin. Die Pferde müssen da raus aus diesem Gespieße da. Da müssen die Spießis. Spießis gehen. Retten Sie Ihren Anführer. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Da hockt er rum. Okay. Wir haben seine Armee bezwungen. Ach, es ist schon vorbei. Oh, das ging aber schnell jetzt. Jetzt kommt noch was, oder? König Heinrichs Taktik, Robert ins Freie zu locken, war aufgegangen. Wie sich alle freuen, dass jetzt der fremde Herrscher da reinkommt. Heinrich nahm seinen Bruder gefangen und die Normandie gehörte ihm. Lass meinen Bruder gefangen nehmen. Ajo! Das waren echt noch damals andere Verhältnisse. Juhu, das heißt, wir kriegen ein neues Video, oder? Oder nicht? König Heinrich wusste den Brand von Bayeux für sich zu nutzen. Ich glaube... Heinrich eroberte wichtige Befestigungen und erkaufte die Treue mächtiger Adliger in die Normandie aus dem Da haben wir jetzt wohl kein ganz neues Video bekommen. Im Jahr 1106 sollten sich in Tangebret die Ansprüche der Brüder auf die Länder ihres Vaters für immer entscheiden. Das ist ja schade. Ja, das haben wir schon, das haben wir am Anfang gesehen. Aber ich dachte, wir hätten noch was Neues bekommen. Naja, dann zumindest das hier zum Lesen. Die Übernahme von Caen. Als Heinrich der Erste versuchte, seinem Bruder die Normandie zu entreißen, brannte er Bayeux nieder und stürzte das Land in den Krieg. Aber die große Festung von Caen gewann er durch eine heimliche Abmachung mit ihren Herren für England. Heinrich war reich genug, um sich die Loyalität der Barone seines Bruders zu kaufen. Das ist halt so heftig. Oh, dann auch noch so mega bestechlich. Ein solcher Überläufer setzte die Herrscher von Caen gefangen und brachte sie zu Heinrich. Heinrich schlug seinen Gefangenen einen Handel vor. Sie würden die Festung Caen kampflos aufgeben und im Gegenzug für den Verrat an ihrem Herzog Länder und Reichtümer vom englischen König erhalten. Sie alle hatten das Schicksal von Bayeux nicht vergessen. Keiner lehnte ab. Caen wurde ein wichtiger Ausgangspunkt für Heinrichs Eroberung der Normandie. Okay. Krasser Scheiß. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute mal ein bisschen kürzer, aber morgen kommt dann schon direkt das nächste. Vielleicht nehme ich die gleich noch auf. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Dabeisein und wir sehen uns morgen. Ciao, ciao!